Ja, hallo Leute und willkommen bei Rising Storm Red Orchestra 2. Und ich bin heute nicht alleine, der Magnum ist bei mir. Da vorne seht ihr den. Moin! Auf geht's! Auf geht's! Ich sehe gar keinen, aber es ist was. What the fuck? Okay, ich habe hier so ein fettes MG und gehe jetzt mal in Stellung. Also lauf nicht vor mir rum. Ich habe gar keine Ahnung, wo du bist. Ich liege auf dem Boden. Aber ich habe hier gerade auch noch keinen Überblick. Ist nicht so. Ah, dich sehe ich. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich bin der mit dem dicken Maschinengewehr in dem Sandsack. Boah. Ich war's nicht. Ja. Aber ich habe dich sterben sehen. Ja. Ah! Ja, ich habe dich da noch gesehen, aber zu spät. Ich bin auch schon hin. Okay, mal gerade die Rolle wechseln. Obwohl, ach komm, ein bisschen bleibe ich noch beim MG. Gut, da musst du immer auf den Neueinstieg warten. 6 Sekunden sind es jetzt in meinem Falle noch. So, okay, Fanny ist wieder dabei. Du stehst da immer noch wie die Axt im Walde. Ja. Also es ist ganz einfach. Standardtasten, Shift ist Rennen, C ist Ducken und Alt ist Hinschmeißen. Gerade Alt kann ich dir sehr empfehlen. Und am besten suchst du dir jetzt erstmal eine Deckung und ballerst, ja, auf alles, was keinen Namen über dem Kopf hat, wenn es in die Nähe kommt. Steam is required to play the game. Das heißt... Bist rausgeflogen? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Also ich höre noch alles, aber ich bin nicht drin. Okay. Da oben in der Hütte versteckt er sich. Wir sehen den Namen durch die Wand durchblitzen. Alles klar, dann kann ich ja runterkommen, wenn jetzt hier Deckung am Start ist da unten. Ja, da ist jede Menge los um deine Hütte. Da fährt ein Panzer rum. Ja, ganz neue Map für mich. Ich bin gespannt. Wir versuchen hier mal taktisch Doppelchaos zu stiften und darum spielen wir hier ein bisschen zusammen. Ich dachte gerade schon, du wolltest hier sagen, taktisch vorzugehen, dann hätte ich mir aber kaputt gelacht. Ja, und ich erstmal. Hallo, ich habe die MG. Was ist da taktisch? An dem Fenster da vorne bin ich übrigens eben gestorben. Ja, wunderbar. Weißt du, von wo du geschossen wurdest? Ne. Oh, fuck. Ich sehe keinen Freund, ich sehe keinen Feind. Ich kann ja einfach mal in die Menge ballern, so ins Nichts, aber viel mehr kriege ich nicht hin. So, ich bin im Nachbarhaus, ich bin heil angekommen. Meine Fresse, war das ein Ran. In dem kleinen Bunker da? In dem kleinen Schrohrhaus? In dem etwas größeren, in dem Nachbarhaus. Ah, da, okay. Ja, ich folge dir. Ja, ich kann dir nur empfehlen, probier die Wiese schnell zu überwinden. Das war, glaube ich, ganz schön eng hier. Da unten steht ein fetter Panzer. Und ich glaube, das ist keiner von uns. Ja, das könnte sein. Es steht nichts dran. Ich weiß es nicht. Da bin ich auch immer so unschlüssig bei den Panzern. Okay. Magnum holt die Granate und schmeißt sie. Scheiße. Alles klar. Komm, ich bewache jetzt den Aufgang und du spreng dich selbst in die Luft. Nee, ich hab's überlebt. Ich dachte, ich könnte die Granate hier ganz galant durchs Fenster. Guck mal, da ist einer oben auf dem Panzer. Da war noch einer. Da war keiner, da ist immer noch einer. Aber die Granate. Ah, Scheiße! Geh weg da, weg da, weg da, Granate! Was? Alles noch heile? Ja, ja. Meine Granate ist auch vor die Wand geflogen. Ja, und die tut dem Panzer nicht weh, aber der Panzer zielt auf mich. Scheiße. Ja. Strategie und Taktik ist ja unser, ne? Steckenpferd, ja. Steckenpferd, definitiv. Ich sehe den Panzer Scheiße. Nicht mal mehr, was ist denn das? Boah, lauf vorwärts, lauf. Scheiße, der verfolgt mich oder so. Boah, auf jeden Fall schießt er auf mich. Fuck. Jetzt kann man hier das Haus nicht reingehen, ich krieg... Magnum auf offener Flur hier. Oh, irgendwer hat den Panzer gekillt. Ehrlich? Dann kann ich ja rauskommen. Der Panzer brennt. Oh, Wahnsinn. Gott sei Dank, ey. Okay, ich sehe dich sogar. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was wir hier machen müssen. Ich habe noch keinen Feind gesehen, den ich beschießen konnte, außer den einen Typen, der aus dem Panzer rausgeguckt hat. Ja, ich wollte gerade dich beschießen. Nee, ich hab auch. Außer dem Typen aus dem Panzer habe ich noch keinen gesehen hier. Okay. Ja, die Richtung, in die läuft, ist richtig. Da müssen wir irgendwas einnehmen. Boah. Ja, da schießt irgendwas. Schnell laufen und zur Not hinschmeißen. Ich renn mal hier in dieses brennende Ding da rein. Oder ran, besser gesagt. Rein wäre wahrscheinlich kontraproduktiv. Ja, ich folge dir, aber ich habe nicht mehr viel Ausdauer. Unten links siehst du deinen Ausdauerbalken. Ne, dann japst der so. Ja, ja, er ist fleißig am Japsen. Boah.
Es hier scheint doch alles etwas größer zu sein. Du bist für mich mit KT3 gekennzeichnet, also Kampftrupp 3 oder sowas. Ui, der hier fliegt mir irgendwas vor der Nase her. Okay, ich gehe mal gerade nochmal auf die Map und gucke mal, wo wir überhaupt hin müssen. Ich habe echt nicht so den Überblick. Was zum Geier schießt denn hier auf uns, Mann? Freund, Feind, alles wahrscheinlich. Ah, Panzer, Panzer! Ja, sag ich doch, du musst Panzer sein. Übrigens stehst du auf mir drauf, du Sack. Hat der uns nicht gesehen? Ja, ich habe mich hingeschmissen. Okay. Fuck, fuck, da kommt noch was. Noch mehr? Weiß ich nicht. Ich höre es doch nur. Ach so, da läuft ein Fußsoldat. Ich nehme die Waffe runter. Los. Wo? Nein, ich muss nachladen. Ich kotze hier gleich. Wo denn? Ja, unten an der Böschung, Mündung, Dings da. Ich habe keine Himmelsrichtung gerade. Los, stirb, stirb, du sagst, stirb. Ah, der Panzer kommt. Ja, mich hat's hingerichtet. Scheiße. Der Panzer beballert mich. Der kann ja das Ding einschießen. Der blöde Sack. Hab ich noch eine Handgranate? Ich muss erstmal wiederfinden, Mann. Woanders. Ich renne hier Kreise um den Panzer. Ey, es ist so alt. Wahnsinn. Bist du noch mit dem Panzer da hinten zugange oder was? Ja, ich flüchte jetzt wieder zum brennenden Haus. Okay, hier ist ein Panzer von uns. Ich bin völlig woanders gespawnt. Gott, war das Trampelscheiße. Okay, da oben fliegen Flugzeuge. Das sag ich doch. Ich geh jetzt. Hey, Feuer einstellen, Feuer einstellen. Jetzt hat mich hier doch gerade einer von unseren eigenen Plinsen überfahren. Aber so kann ich die Rolle wechseln. Panzerabwehrsoldat. Ich bin jetzt ein Panzerabwehrsoldat. Da hast du eine fette Wumme. So wie so ein Elefantentöter mit so riesen Patronen. Die scheppert richtig, wenn du schießt. Wurde aus 7 Metern erschossen. Ja, muss er ja ganz in deiner Nähe gewesen sein. Ja, ja. 44 Killer. Der hat mich auch getötet eben. Match verloren. Okay. Wird aber noch eine zweite Runde geben im Normalfall. Die schicke russische Musik kriegen wir jetzt, weil wir verloren haben. Ja, komm, weiter hier. Aber unterschätzt unsere Feinde nicht. Das ist ihre Heimat. Und sie haben viel mehr Grund zu kämpfen und zu sterben als wir. Und jetzt schickt die Russen zu ihrem Schöpfer. Ja, Leute, ihr habt gehört, wir schicken die Russen zu unserem Schöpfer. Wir haben doch eine neue Map bekommen und schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Und es ist kalt. Es ist kalt, ja. Da wird schon geschossen. Oh, oh, oh. Was? Joa, fuck, ja. Wird tatsächlich schon geschossen? Ja. Dummerweise treffe ich nicht. Ich kann auch nicht. Ich habe da auch ein Meisterwerk an Vorbeischüssen hingelegt. Da kommt schon wieder ein scheiß Panzer angefahren. Ich will weg hier. Jawoll. Ich hab Yuri getötet! Mein erster Kill in diesem Spiel. Den muss man gebührend feiern. Ich brauch hier Feuerschutz. Wieso steigt mir jetzt hier nicht durchs Fenster ein? Achso. Hier geht's ab drin. Ich bin gerade drin in dem Haus. Alles neblig, überall knallt. Und ich glaube, der Panzer bebombert das Haus hier. Boah, das hört sich so an, als wären wir im selben Haus. Scheiße, oben ist ein Russe. Fuck! Hier steht ein Panzer. Ja, nicht alle Panzer sind wirklich gefährlich. Manche sind auch nur Deko. Ja, das überlege ich gerade. Ich glaube nämlich, der ist auch zur Dekoration da. Aber da hinten, der ist nicht zur Deko. Der läuft und fährt und schießt auf mich. Oh yes, das ist keine Deko. Und wenn, ist sie zu realistisch animiert. Stellung halten, Männer! Feindbeschuss! Alter!
Okay. Ach so, da hat einer, glaube ich, hier so ein... Artillerie. Ja. Ja, heißt ja, ja. Mich am Arsch. Genau, das wollte ich dir damit sagen. So. Ja, alle Anfang ist schwer. Ich habe es jetzt ja auch ein paar Tage nicht gespielt. Ich bereue das gerade schon wieder. Ich klicke hier dauernd die falschen Tasten, schmeiß mich hin, obwohl ich laufen will und so. Das ist ein... Also diese Spiele, die erfordern ein bisschen Übung. Und wenn man dauernd was anderes dödelt, ist das nicht so einfach. Okay, ich habe mich erstmal wieder in ein Gebäude geflüchtet. Dreimal kannst du raten, wo ich mich aufhalte. Wieso springt der Sack da nicht rüber? Ja, genau. So. Okay, ich sehe einen Otto, also einen von uns, sonst sehe ich nichts. Doch, hier ist die ganze Meute, okay. Ich sehe einen, der heißt Only Luck, No Skills. Finde ich gut den Namen. Da ist ein Panzer am Ballern, ich glaube, der gehört zu uns. Betonung liegt auf, ich glaube. Ich sehe hier im Augenblick noch gar nichts. Doch, ich habe den Hotel Mike, ich habe den Otto, ich habe sie alle dabei. Ja, ich habe auch Feindkontakt. Ich werde hier auf jeden Fall beschossen. Krieche jetzt gerade hier über den toten Kollegen. Schauen wir, ob ich was treffen kann. Die haben wieder diese Rauchgranaten ausgeschmissen, da siehst du nix. Jo. In diesem Spiel gehen mir manchmal mal die Worte aus, weißt du, da bist du konzentriert und weißt gar nicht mehr, was du erzählen willst. Ja, du hörst ja gerade, ich bin auch leise, ich bin hier auch gerade in einer sehr brenzlichen Gefechtsposition. Wie sie hören, hören sie nichts, ne? Genau. Aber sehen können sie dafür umso mehr. Ah, scheiße, ich lieg gerade vor so einem riesen feindlichen Panzer und der will einfach... Oh, fuck, nein, und der hat mich auch noch entdeckt. Scheiße. Jetzt wird's aber Zeit, dass der Mac mir wegkommt. Oh, Kacke. So, bist du auch in dem Gebäude? Ich bin... Nee, ich bin in keinem Gebäude. Aber die sind da alle, ja. Irgendwo wirst du wahrscheinlich bei den anderen sein. Ich bin vor dem Gebäude. Boah, Hilfe. Geht hier rund, ey. Jo. Man traut sich irgendwie gar nicht die Nase vorzustecken, ne? Weil man dann eh gleich wieder hin ist. Ja, hier hat auch gerade die Schlaue. Oh, da läuft ein Russe. Komm, lauf weiter. Nein, da läuft der blöde Panzer. Sollte doch mein Abschuss hier werden. Da kommt noch einer. Kommt da noch mehr? Da muss irgendwo ein Nest sein. Das war's schon wieder. Ich hab schon wieder Juri erwischt. zwei Kills, zweimal Juri. Das freut mich. Oh, ich glaub. Ich wollte gerade schon wieder einen Teamkill hinlegen hier. Mein Gott. Ich bin hier strategisch, ich bleib in der Mauer. Ah, da bin ich hin. strategisch tot. Ich bin auch vor der Mauer oder hinter der Mauer. Im Nebel. Oh, scheiße. Renn, Magnum, renn! Ja, komm mir mal nach. Bin ich doch. Weil ich bin jetzt eben gerade hier direkt hinter auf dieser Seite von dieser Lagerhalle gefallen. Das heißt, hinter der hinteren Mauer wird sich einer verschanzt haben. Ich habe keine Wumme für den Nachkampf. Warte, ich muss ja mal wechseln hier. Ich hab diesen Elefantentöter, mit dem man Panzer zerschießen kann. Ja, bald in meiner Hand. Ich höre nämlich einen. Da läuft auch einer. Hast du ihn gekriegt? Nee, glaube nicht. Wo ist denn der Panzer, Mann? Ich höre ihn doch. Ich kann ja wieder auf die Panzerwumme wechseln. Ich folge dir. Ah, da hast du dich versteckt. Okay. Schießt auf alles, was ich bewege. Das kriegen wir hin, ne? Ob alle schießen, was sich bewegt. Unsere das Spezialität. Läuft. So. Hier bin ich eben gestorben. Ja, ich sehe auch leider nichts. Und da oben sind überall Fenster, wo einer drinnen sitzen kann. Ja. Das ist auch mein Problem. Und die Deckung ist hier sehr sparsam. Oh ja. Ah, Mist. Jetzt ist hier die Kondi gleich wieder im Eimer. Okay, ich bin so ein bisschen vorgerobbt. Ich bin immer noch in dem Gebäude. Ha!
Ja, ich bin schon drei Gebäude weiter. Aber ich kann dir jetzt Deckung geben. Du weißt ja, wie zuverlässig das dann ist. Ja, ja, klar. Okay. Also ich brauche... Ah, jetzt... da bin ich wieder weg. Wieder einer von uns. Ja, ich hänge jetzt gefühlt seit 10 Minuten am Fenster rum. Okay. Ich habe was getötet. Ich habe den Killer getötet. Respekt. Hohoho, ja, der hat mich nicht gesehen. Mit meinem Elefantentöter hier. Er ist tot. Ein einziger Fehler und alles ist verloren. So. Okay. Muss ich wieder 10 Minuten warten, bis einer kommt? Nee, da läuft was. Stirb! Ey, ich hab noch was getötet. Mein Gott. Oh, ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Okay, der ist dran vorbei. Der wird jetzt gleich hier reinkommen. Guck mal, wen ich getötet habe. Rechts oben zu sehen. Ja, sauer. Ja, so langsam, nein, ich sag's jetzt nicht, ne, dass wir uns hier etablieren in dem Spiel. Nein! Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Ja, aber irgendwie sehe ich jetzt hier auch gerade mal wieder einen. Ah! Entschuldigung! Ja, ich hab auf dich geschossen, du hast mich erschreckt! Das gibt's doch nicht! Also, das ist, soweit ich mir die Map merken konnte. Nein. Diese Sprüche, ey! Du bist nirgendwo mehr ein verdammter Bolschewik! Ich seh schon, auf Political Correctness legst du nicht so viel Wert! Ich hab das Spiel nicht programmiert, ich hab nur Spaß dran! Das ist ja wirklich Lemming schießen hier, ey. Ja, die rennen hier echt stumpf vor der Flinte teilweise, ne? Außer Hottie Mike. Aber den Saftsack finde ich nicht wieder, ist das Problem. Ich bin jetzt in einem komischen Gebäude da bei der Fahne in der Mitte. Stirb, du Hund! Stirb, du Hund! Ey, Hunde mag ich! Er lädt hier wieder und da laufen sie doch alle, Mann. Ich habe keine Munition mehr. Ich hab's geschafft, ich habe keine Munition mehr. Und ja, inzwischen übrigens 19 Kills. Respekt. Ich habe noch eine Handgranate, mal gucken, ob die weit genug fliegt oder ob ich mich selbst in die Luft jage. Ja, das habe ich eben auch probiert, also bei mir hat's nicht geklappt. Ich drück dir ja alle Daumen. Handgranatenkill ist ja schon mal ein Ding. Warum habe ich denn jetzt wieder Munition? Halt mit dem Sperrfeuer! Damit du keinen Handgranatenkill hinlegst. Apropos Munition. Ich müsste dann auch jetzt mal laden. Jetzt. Genau jetzt. Genau jetzt. Genau jetzt. Boah, shit. Noch besser wäre, wenn er jetzt, genau jetzt fertig wäre. Ich treffe den Sack noch nicht. Jawohl, ihr Botschießerei. Das ist ja wirklich. Ich hab ihn über die Flanke sofort. Das ist ja so krank, ey. Ich weiß auch, wie du das gemacht hast. Man muss, die ja nicht, muss ja nicht mal zielen, die bleiben ja stellenweise stehen. Die warten doch, ja nur drauf. Schon. Aber die wehren sich halt nicht. Da habe ich aber auch schon besser gemachte Bots gesehen, also. Aber hallo, ich habe schon vom Bots richtig die Packung gekriegt. Aber die kannst du auch einstellen auf Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus. Ja, so in der Tat. Ah, da hat mich doch wirklich mal einer erwischt. Ein Bot? Ich glaube ein Bot, ja. Okay, sauber. Okay, meine Position ist scheiße, ich sehe nichts von hier. Ja, wir sind alle ganz vorne an der Map. Vielleicht siehst du einfach nichts, weil keiner mehr ankommt. Wir liegen hier zu dritt und fangen die gerade alle ab. Ja. Muss nur über den Zeitpunkt des Ladens richtig abpassen, nicht, dass du gerade am Laden bist, wo die gerade alle wieder angerannt kommen. Oh, jetzt wurde ich aber auch gerade mal beschossen hier.
Und wo werde ich denn hier beschossen? Ah, Funnybone, da oben bist du, am oberen Teil der Map, alles klar. Ja, dann kriegst du doch welche, weil die jetzt gerade von der anderen Seite rumkommt. Ja, ich weiß. Ich stehe hier mit meinem Scharfschützengewehr und versuche was zu treffen, aber, ne? Ist halt nicht wie Snipern in den meisten Spielen. So, also im Vergleich zu Battlefield oder so ist das hier ziemlich einfach. Pack dir mal das Sniper. Kannst du mal gucken, wie einfach das hier im Realismus-Modus ist. Du hast deinen Gegner voll im Ziel und triffst trotzdem nichts. Okay, jetzt habe ich mal was getroffen. Du konntest das Tutorial nicht beenden. Das ist wirklich schon so, warte mal. Wo die Flagge ist, kriege ich Muni, ja? Ja, in dem Haus da drin. Ich hab die Flagge doch eben gesehen, ich weiß aber nicht mehr wo. Wo war denn die scheiß Flagge nochmal? Oh. In der Mitte. Nein, nein, nein. So, ich kann dich noch nicht sehen, ich bin jetzt hier bei der Munition. Naja, kannst du das mal verteidigen, weil da kommen sie schon. Wo kriege ich die Muni? Einfach im Haus? Im Haus, da wo ich stehe. Ja, genau. Okay. Da einfach durch die Kisten laufen und alles ist wieder gut. Wunderbar, weil von hier kommen sie. Ach, aber laden muss ich trotzdem noch. Laden musst du trotzdem, ja. Scheiße. Ja, ja, ja. Boah, Otto Mike. Von wo? Ich glaube, ein paar Meter draußen, rechts außer Tür raus. Ja, ich habe nur die kleine Pistole im Moment. Naja, könnte schwierig werden. Nein, ich muss nachladen. Hey, du hast ja schon 48 Kills. Ich musste nachladen. Ja, sind ja nur Bots, ne? Feind gesichtet! Ja. Fast nur Bots. Ja, Leute, gerockt, auf jeden Fall. Leute, wenn ihr mehr von dem Blödsinn sehen wollt, wisst ihr, wie das geht, schaut einfach mal wieder rein auf unserem Kanal und ansonsten, was sagen wir immer so schön? Haut rein und bis die Nächte. Ciao, ciao.